Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Digital Breakfast heute am Mittwoch. Ich freue mich auf die oder freue mich über die rege Teilnahme und ich freue mich ganz, ganz besonders, den Nils auch als Speaker hier gewinnen zu können. Und zum Nils möchte ich einfach nur zwei Sachen sagen, weil er stellt sich ja noch selber vor. Beim Nils, für mich gibt es beim Nils ein Problem. Ja. Man kann ihn nicht klonen, ja, weil ich sag mal so, egal wo er hinfährt, der wird überall gebraucht, ja, also das ist so mein Statement, das sage ich aus voller Überzeugung. Und das Zweite, für mich ist Nils richtungsweisend und ich möchte es ganz kurz noch mit zwei Sätzen erklären, dann übergebe ich auch das Wort richtungsweisend insofern. Leute, die mich kennen, die wissen, der Barsch ist manchmal ein bisschen durchgeknallt, der hat tausend Ideen und so weiter. Und ich habe bemerkt jetzt bei der Vorbereitung, dass der Input vom Nils mir immer wieder Richtung gibt. Ja, das weiß er gar nicht, das habe ich ihm noch nie gesagt, aber das ist tatsächlich so, seine Impulse geben mir immer wieder Richtung und zu sagen, okay, du musst das korrigieren, dann wirst du besser. Und das finde ich extrem wertvoll und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, dass er da ist. Und Nils, deine Bühne. Ab, vielen Dank. Ich hoffe, Thomas, dass ich die Erwartung jetzt auch erfüllen kann. Ich wechsle jetzt mal auf meine Präsentation. So, also, Ja, dann alles begrüße klar, ich auch von klappt. meiner Seite. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich referiere heute zum Thema der Zielgruppenspezialisierung. Also viele kennen das Thema vielleicht unter Kundengruppen oder Ähnliches. Eines der wahrscheinlich am meisten unterschätzten Themen im strategischen Kontext. Und ich möchte das heute tatsächlich im Kontext einer Unternehmensstrategie denken. Also jetzt nicht im Sinne eines Tools, das vielleicht aus irgendwelchen CRM-Datenbanken typische Kunden in irgendeiner Form selektieren kann. Mir geht es auch nicht um Suchmaschinen, Werbung oder Ähnliches, wo das ja auch, sagen wir, situativ sozusagen ausgespielt wird, sondern mir geht es primär darum, wie findet ein Unternehmen die richtigen Kunden? Wer sind die richtigen Kunden und wie kann man diese Kunden eigentlich beschreiben? Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das kriegt man immer hin. Es ist nur, sagen wir mal, so eine gewisse Herausforderung, dass das dann auch richtig umzusetzen. Aber gerade bei Unternehmensgründungen, so bei Startups, macht das tatsächlich Sinn, sich diesem Thema mal genauer zu widmen. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, habe selbst Wirtschaftsinformatik studiert, auch darin promoviert. War dann bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart, so in dieser New Economy-Zeit mit den vielen geilen Internetprojekten und dem vielen Geld. Anschließend war ich Geschäftsführer der Excelsis Informationssysteme in Stuttgart und in Zürich und bin jetzt seit 10 Jahren Professor für Wirtschaftsinformatik und berate nebenberuflich Hidden Champions, diese deutschen Weltmarktführer, bis hin so zu Digitalunternehmen im Berliner Raum in Sachen Strategie. Entwicklung. Und daher auch heute so ein kleiner Einblick in das Thema der Zielgruppen. Ich habe das folgendermaßen aufgebaut. Ich werde am Anfang ein paar einführende Beispiele bringen, damit man dieses Thema auch gleich richtig versteht, und zuordnen kann. Dann werden wir uns mal angucken im zweiten Abschnitt, welche Methoden so im digitalen Zeitalter eigentlich hip sind und warum die an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ausreichen, wenn man ein Geschäftsmodell entwickelt. Dann schauen wir uns zu der Frage, was sind überhaupt Zielgruppen an? Was ist das Prinzip dahinter? Wie kann man sowas definieren? Auch eine ganz einfache Formel bringe ich dann mit. Und dann das Thema Spezialisierung. Thomas hat ja eingeführt, Zielgruppenspezialisierung. Warum Spezialisierung? Ich rede nicht von Konzentration, Fokussierung oder ähnlichem Wortgeklimper, sondern ernsthafte Spezialisierung, mit der Unternehmen, aber auch letztendlich Berater, Privatpersonen erfolgreich werden können. Und dann habe ich drei Fallstudien mitgebracht. Die sind fiktiv, aber an reale Fälle angelehnt. Da gebe ich eine kleine Einführung, wie man auf unterschiedlichem Wege diese Zielgruppen beschreiben kann. Und zwar einmal mit der Methode der Zielgruppendifferenzierung. Das ist so eine einfache Hierarchisierung, aber sehr wirkungsvoll. Dann die sogenannte Zielgruppenkette. Da kann ich sagen,
Das Prinzip, ich habe dazu natürlich noch viel ausgefeiltere Methoden, aber das Prinzip bringt meine Kunden häufig zum Erstaunen, woran man eigentlich alles denken muss und wie man systematisch Märkte bearbeitet. Und dann die Zielgruppenmorphologik, so ein bisschen so der Platin-Standard. Wie charakterisiert man Zielgruppen? Welche Attribute, Ausprägung? Wie baue ich mir eigentlich am Anfang eine Zielgruppe? Weil Zielgruppen sind, die stehen vorne. Das heißt, ich fange nicht an, ein Produkt oder ein Beratungsprodukt zu entwickeln, sondern wenn man strategisch richtig vorgeht, überlegt man sich zunächst die richtige Zielgruppe, wo liegt deren Engpass, deren Problem und wie kann ich dann das, was ich gut kann, meine Leistung genau daraufhin abstimmen. So wird ein Schuh draus. So, und dann am Kapitel 8 dann die Erkenntnisse daraus. Fangen wir mal an. Was sind denn überhaupt Zielgruppenspezialisten? Zielgruppenspezialisten sind Unternehmen, die ihre Zielgruppen im Griff haben, die genau ihre Kunden sehr gut kennen und im stetigen Dialog mit den Kunden das weiterentwickeln. Kunden sind für diese Unternehmen keine anonymen Kunden. Fangen wir mal an mit der DATEV. DATEV gegründet Anfang der 70er Jahre von Steuerberatern im Raum Nürnberg, hat sich inzwischen zu einem Milliardenkonzern entwickelt. Nachhaltig erfolgreich, wächst beständig. Jetzt kann man sagen, naja, ist ja klar, die sind ja sozusagen Monopolist de facto. Ja, das ist richtig, aber das wird man ja nur, wenn man gut ist und wenn man von vornherein sich auf die richtigen Zielgruppen spezialisiert. Und das ist im Grunde, sind es Steuerberater. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte haben sie auch mit hinzugenommen. Aber genau dieser klare Fokus, eben keine Industrieunternehmen mit ERP-System à la SAP zu beglücken, genau das ist der Grund, warum sie im engen Kontakt mit ihrer Zielgruppe natürlich genau erkennen, wie entwickelt sich die Gesetzgebung weiter, wie müssen wir die Kanzleien stärker digitalisieren und so letztendlich den größtmöglichen Nutzen für ihre klar definierten Zielgruppen bringt. Zweite Unternehmen, das vermutlich auch jeder kennt, ist Kärcher. Kärcher aus Winnenden, bei mir hier in der Nähe, ist die weltweite Nummer eins für Hochdruckreiniger. Das waren die aber nicht immer. Ich kenne den langjährigen Geschäftsführer, den Herrn Kamm, recht gut. Der hat das Unternehmen Anfang der 1970er Jahre übernommen und da hatten die weit über 200 Produkte, ne? 20 Millionen D-Mark Umsatz. Und der hat es dann übergeben Anfang der 2000er Jahre mit, glaube ich, 1,8 Milliarden. Und was war sein Erfolgsrezept? Er hat dieses wahnsinnig diversifizierte Unternehmen zurückgeschraubt, ja. Und zwar auf das Produkt, wo sie richtig gut sind, und das sind die Hochdruckreiniger. Begonnen haben sie übrigens interessanterweise mit zwei Zielgruppen, Immobilienunternehmen und Handwerker. Also Handwerker, einfache Wahrheit, abends, wenn die zurückkommen, ist der Karren halt dreckig, muss sauber gemacht werden. So, das haben die natürlich dann stark erweitert, und verschiedene Zielgruppen, private, gewerbliche Zielgruppen dann ausdifferenziert. Und das ist bei diesen Zielgruppenspezialisten typisch. Man fängt mit ein, zwei Zielgruppen an und variiert dann die Produkte, ja, oder Dienstleistungen auf weitere Zielgruppen, die man genauso intensiv bearbeitet. Drittes Beispiel. Die Firma Rational. Die Firma Rational, sind Weltmarktführer für sogenannte Kombidämpfer in der Gastronomie. Die haben letztendlich sich sehr, sehr schnell konzentriert auf Hotel- und Restaurantküchen und deren Zielgruppe ist ganz interessant, sind nicht die Besitzer, sind nicht die Geschäftsführer, sind die Chefköche. Die haben im Außendienst auch tatsächlich eigene Köche, die dann im Dialog mit den Chefköchen genau diese Produktentwicklung quasi weitertreiben können. Ne? Man kriegt sozusagen den Impuls direkt und der Chefkoch geht dann zu seinem Geschäftsführer, so stelle ich mir das zumindest vor, und sagt, du, diesen neuen Kombidämpfer brauchen wir. Und das sind natürlich die Ersten, die merken, wenn sich das Business verändert. Also wenn es zum Beispiel stärker so von Restaurant hin zum Catering geht, dann brauche ich ja entsprechende Lösungen. Und das ist auch ein wunderbares Beispiel. Interessant auch wieder Landsberg, das ist so wie vorher Kärcher Winnenden, das ist nicht Berlin-Mitte. Ne? Das ist interessant, dass diese Weltmarktführer meistens Familienunternehmen tatsächlich in Deutschland in der Fläche sitzen und offensichtlich einiges richtig gut machen können. Nächste Beispiel ist Wiesoy. Wiesoy in Ich bin Großbottwar, gespannt. auch bei mir hier in der Nähe.
Die waren mal Blechverarbeiter und Backofenhersteller, sind jetzt inzwischen Marktführer für Ladenbacken. Ja, ungewöhnliches Wort, aber wir kennen das ja von den Bäckereien, die heutzutage sehr viele Filialen letztendlich ausprägen und dort in den Filialen selber backen. Wir sehen das in der Systemgastronomie, in Tankstellen, Hotels und dem Lebensmitteleinzelhandel. Vor so ungefähr 15 Jahren hat ja Beispiel Lidl damit angefangen, in den Filialen auch solche Backstationen hineinzubringen. Und Wiesoy hat sich genau darauf spezialisiert. So, wenn man sich darauf spezialisiert und die Zielgruppen klar hat, dann zeigt es natürlich, dass man seine gesamte Energie genau in diese Produktwelt bringt. Und dass man im permanenten Dialog ist. Es ist ja kein B2B-Online-Shop mit anonym, mehr oder weniger anonymen Kunden, ja, sondern das sind tatsächlich klare Zielgruppen, bei denen man die Kunden noch kennt und ganz systematisch die Weiterentwicklung vorantreiben kann. Also, das sind jetzt mal Beispiele dafür, die ihre Zielgruppen wirklich gut im Griff haben und die strategisch richtig aufgestellt sind. Gucken wir uns mal an, Zielgruppen, wo begegnen die uns eigentlich jetzt so heute im digitalen Zeitalter? Als Professor muss ich natürlich auch die ganzen, ich sag mal, angesagten Methoden bringen. Das Business Model Canvas, ich bin da 2012 drüber gestolpert. Dahinter gibt es übrigens eine fantastische Promotion. Das ist quasi nur so ein Abfallprodukt. Aber diese Systematik, ein Geschäftsmodell auf einer Seite zu bringen, hat uns letztendlich im ganzen Management, strategisch Management für junge Unternehmen, aber auch für etablierte, die beispielsweise einen neuen Geschäftsbereich eröffnen wollen, wirklich vorangebracht. Den ganzen Zusammenhang zu sehen, vor allem mit so einem eher internen Fokus, das bringt wirklich unheimlich viel. Und auch hier haben wir natürlich die Zielgruppen. Ja? Das ist oben rechts die Kundensegmente oder Target Groups im Englischen. Und dann ist die Frage, für wen bieten wir jetzt eigentlich einen Nutzen an? Wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Das heißt, da ist die Frage schon mal, wer sind denn eigentlich unsere Zielgruppen? Und man kann sagen, diese Methodik Business Model Canvas stellt eigentlich den weltweiten Standard zur Beschreibung von Geschäftsmodellen dar. Und von daher ist genau diese Frage offensichtlich absolut relevant. Ich habe jetzt mal aus dem aktuellen Semester einfach mal aus einer Übung, die ich gemacht habe mit meinen Studentinnen und Studenten, habe ich mal so ein Beispiel mitgebracht, wie eine Studentin das ausgefüllt hat. Hier geht es um eine elektrische Zahnbürste und jetzt hat sie bei den Kundensegmenten geschrieben, ja, Privatkunden legen Wert auf Mundpflege und Drogerieketten. Ja, das ist nicht falsch, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite zeigt schon, dass wenn wir das nur so informell letztendlich beschreiben, dass es wahrscheinlich nicht ausreicht, hinreichend präzise zu sein. Also wenn man beispielsweise als junges Startup jetzt sagt, so, jetzt werde ich mal versuchen, diese Zielgruppe zu kontaktieren, wird es wahrscheinlich mit derartigen Beschreibungen etwas schwierig werden. Also von daher, die Zielgruppendefinition im Kontext von Business Model Canvas wird eher vernachlässigt. Das heißt, das ist eher so ein Überblick, eine locker erstellte informale Beschreibung, aber eine schlüssige Systematisierung und Differenzierung ist wirklich notwendig. Was jetzt aber kein Widerspruch sein muss, weil ich kann ja mit dem Business Model Canvas anfangen, mir eine Vorstellung machen, wer sind die Zielgruppen und dann im Nachgang dann diese Zielgruppen weiter ausarbeiten. Aber es ist noch was nachgeliefert worden zum Business Model Canvas, das sogenannte Value Proposition Canvas. Und dort muss man sagen, finde ich sehr, sehr gut geeignet, in die Kundendenke hineinzukommen. Da hat man auf der rechten Seite diesen Kreis, ja, mit Nutzen, Aufgabe, Problem, hat man quasi die Kundendenke, also Customer Insight nennt man das. Und auf der linken Seite die zu entsprechenden Lösungen des Unternehmens, das genau auf diesen Kunden eingeht. Diese in Übereinstimmung zu bringen, ist wirklich nicht einfach, wenn man es gut machen will. Und aber die methodische Erweiterung zum Business Model Canvas absolut hilfreich und geht schon in diese Richtung von Zielgruppen. Also Erkenntnis, Value Proposition Canvas ist eine Verfeinerung, absolut sinnvoll. Und diese Kundendenke aus der Sicht des Kunden zu denken und nicht aus der eigenen Denke, ich habe hier was Tolles und das braucht die Welt, sondern sich zu überlegen, welche Zielgruppe hat eigentlich dieses Problem, hat, wie wir in der Strategiesprache sagen, diesen Engpass und welchen Nutzen kann ich bringen, um dieses Problem zu lösen. Es ist eine andere Herangehensweise, führt aber im Regelfall zu fulminant anderen Lösungen. Das vielleicht in diesem Kontext geeignetste,
Muster ist das Lean Canvas. Es kommt aus der Lean Startup Bewegung, ist ähnlich wie das Business Model Canvas. Ich lasse meine Studenten immer beides machen, weil ich das, oder alle drei, weil ich das für extrem gelungen halte, sich von vornherein zu fragen, welches Problem löse ich eigentlich beim Kunden? Wer ist eigentlich der Kunde? Welche Alternativen hat der? Wie muss die Lösung aussehen? Welches Alleinstellungsmerkmal? Das ist schon richtig strategisch clever organisiert. Wir sehen auf der rechten Seite die Kundensegmente. Auch hier wird das Prinzip, wie wir es vom Business Model Canvas kennen, aufgenommen und auch hier beschreibt man es. Aber hier ist schon mal ein Hinweis, da muss man ein bisschen aufpassen. Man soll dazu eine Persona beschreiben. Davor werde ich gleich eingehen. Das ist an diesem Punkt aus meiner Sicht ein Schritt zu früh, weil wenn ich die Zielgruppe nicht kenne, kann ich auch keine sinnhafte Persona machen. Beziehungsweise andersherum, die Persona wäre dann nicht repräsentativ für eine Zielgruppe. Wahrscheinlich nicht mal charakteristisch. Aber interessant, wenn wir ein bisschen da unten hinschauen in diesem Feld, Early Adopter, die Eigenschaft des idealen Kunden. Also das ist wiederum, das habe ich gemerkt in vielen Projekten, die ich auch mit Startups mache, dass wenn das Startup sich frühzeitig mal überlegt, wer wäre denn eigentlich der perfekte Kunde für mein Produkt? Was hat denn der für ein Problem? Wie kann ich da diesen Nutzen bringen? Und aus dieser Beschäftigung kann man dann auch systematisch die Zielgruppe ableiten. Also, Lean Canvas zur Beschreibung von Geschäftsmodellen tangiert auch die Zielgruppen, kommt aus der Lean Startup Bewegung. Und insbesondere dieser ideale Kunde, der ist wirklich gut und hilft dabei, bei den Zielgruppen voranzukommen. Und jetzt zum Persona-Design. Also, wenn man sich in der digitalen Welt umtut, ist Persona-Design wirklich hip. Und ich bin bei vielen Kunden schon vor langen Jahren darüber gestolpert und muss auch sagen, einen charakteristischen Vertreter, eine typische Kundin, mal so beispielhaft darzustellen mit einem fiktiven Foto, das hilft tatsächlich im Alltag immer wieder, so in dieser Kundendenke zu bleiben. Aber wenn wir jetzt mal die Logik angehen. Das heißt, wir kommen von einem Markt. Wir segmentieren diesen Markt, kommen zu Zielgruppen und ich kenne meine Zielgruppen und ich kann dann die Persona ableiten. Dann ist die richtige Reihenfolge, aber nicht umgekehrt. Ja, das heißt, ich muss mir von vornherein die Zielgruppe sauber definieren und dann machen Personas Sinn. Und nicht mit Personas anfangen, weil dann habe ich schon ein ziemlich konkretes Bild einer einzigen Person, die ich aber nicht übertragen kann auf durchaus sehr heterogene Personen, die aus unserer Sicht, aus unserer Kaufsicht dann aber ein gewisses homogenes Verhalten haben. Aber dazu komme ich gleich. Also, wir sollten uns merken, Persona Design weit verbreitet, macht aber nur Sinn, wenn man zuvor eine präzise Zielgruppendefinition entwickelt hat. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Zielgruppen. Wie funktionieren die eigentlich und wie lassen die sich eigentlich sauber definieren? Also, man kann sagen, dass die Kunden ja häufig in Unternehmen ganz unterschiedlich beschrieben werden. Manche kennen Kunden sehr genau, manche haben die Möglichkeit, persönlich mit Kunden zu sprechen, andere haben wiederum eine anonyme Kundenbeziehung. Viele arbeiten heute mit CRM-Systemen, um sehr viel aus der Kundeninteraktion zu lernen. Aber wenn wir jetzt mal auf eine Ebene höher gehen, auf die strategische Ebene, dann ist am Ende des Tages entscheidend, dass ich die Probleme, ich muss jeden Kunden persönlich kennen, aber ich muss die Engpässe meiner Kunden verstehen und dafür das richtige Angebot haben. Das heißt aber nicht, dass das für jedermann jetzt, dass jedermann nun entsprechend für mich der richtige potenzielle Kunde ist. Bei vielen muss ich mich sehr anstrengen, für manche komme ich gar nicht in Frage und für manche ist vielleicht mein Unternehmen der perfekte Anbieter. So, und jetzt ist die Frage, wie komme ich da zusammen? Ich habe gemerkt, so im Rahmen der Digitalisierung, ich berate viele dieser Weltmarktführer, das sind ja häufig Industrieunternehmen, die häufig so an den Handel liefern und an die Großkunden direkt und die jetzt plötzlich über E-Shops ihre Produkte an viel kleinere Unternehmen oder vielleicht sogar an Handwerker verkaufen und dann merken, dass sie diese Kunden eigentlich viel zu wenig kennen und deren Bedürfnisse gar nicht verstehen, weil das vorher der Handel übernommen hat. Und durch diesen Prozess der sogenannten Disintermediation kickt man quasi als Unternehmen den Handel raus und macht das selbst, weil man das im digitalen Zeitalter über E-Shop und entsprechende Logistikprozesse einfach kann.
Das heißt, jetzt muss ich anfangen, diese Kunden, die ich in meinen Märkten sehe, zu segmentieren. Ja? Und ganz interessant ist, es ist nicht wichtig, dass eine Zielgruppe groß ist. Natürlich denken Konzerne da ein bisschen anders, das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal aus der mittelständischen Sicht daran gehen, das ist viel wichtiger, dass ich die Kundengruppen so zerlege, dass die Zielgruppe, auf die ich mich dann konzentriere, homogen ist. Das heißt, die Menschen, die müssen nicht homogen sein, ja. Das ist nicht der Punkt, sondern die haben einen Bedarf, wie wir uns nachher anschauen. Und dieser Bedarf, der muss in dieser Zielgruppe übereinstimmen. Ihre Bedürfnisse, ihre Probleme oder Ziele. Und genau daraufhin muss man jetzt eine Marktleistung entwickeln auf diesen Engpass und dann ein passendes Angebot formulieren. Das nennt man Zielgruppenarbeit. Das heißt, man clustert letztendlich die Zielgruppe in vielleicht verschiedene Teilzielgruppen. Man muss verstehen, was bewegt die, wie verändert sich das und welchen Bedarf haben die, wie kann ich die ansprechen und wie kann ich sie letztendlich gewinnen. Denken wir mal an diese einführenden Beispiele. Nehmen wir mal Wiesheu, ja, mit ihren Backöfen. Wenn die mit ihren großen Bäckereiketten, so stelle ich mir das vor, ich kenne die nicht persönlich, ja, direkt im Dialog sind, die verstehen natürlich sofort, wo gerade deren Herausforderungen sind, was vielleicht IT-technisch gerade abgeht, was vielleicht in der Kulinarik, in den Brot- und Backwaren sich verändert, was dann die Öfen können müssen. Und genau das ist es. Habe ich die heterogene Kundenlandschaft, die alle völlig unterschiedlich sind, in verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Problemen, dann wird es mir sehr schwer fallen, Entwicklungen zu erkennen. Je eingeschränkter ich aber Zielgruppen habe, statt also breit eher tief arbeite, umso besser verstehe ich die natürlich und umso besser ist das, was ich dem einen verkaufe, kann ich auch dem anderen verkaufen. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt tatsächlich Ärzte beraten, ja? Dann würde ich mir vielleicht die Hals-, Nasen- und Ohrenärzte rausgreifen. Und ist doch klar, wenn ich einen kenne und den zweiten kenne und den dritten kenne, kenne ich auch quasi alle, ne? Weil die alle relativ ähnlich sind. Und diese Ähnlichkeit macht erfolgreich und nicht Diversität, jedenfalls nicht in der Zielgruppenarbeit. So, aus der wissenschaftlichen Sicht, ich musste es bringen, das ist berufsbedingt, gibt es natürlich entsprechende Definitionen, dass von der Bedürfnisstruktur herzukommen, homogene, wirtschaftlich interessante Kundengruppen quasi zu identifizieren, zu bündeln und dann differenziert zu bearbeiten. So ist das klassisches BWL-Lehrbuchwissen. Für heute soll mal Folgendes ausreichen. Zielgruppen sind Menschen mit gleichen Wünschen, Problemen oder Bedürfnissen. Ne? Also da, wo so dieser emotionale Pegel hochgeht, ja, das brauche ich unbedingt, das will ich haben, das löst mir ein Problem. Wichtig, Menschen. Natürlich, wenn man im B2B arbeitet, dann kann man das zweistufig denken. Da kann man einmal denken, so, was habe ich für Unternehmen? Und dann in einem zweiten Schritt, welche sozusagen Partner habe ich eigentlich in den Unternehmen? Ist es der Werkleiter? Ist es der Einkäufer? Sind das Projektmanager? Wie auch immer. Da muss man das zweistufig denken. Für heute reicht uns das Menschen mit gleichen Wünschen, Problemen oder Bedürfnissen. So, jetzt heißt das Thema ja Zielgruppenspezialisierung. Und deswegen möchte ich nochmal auf die Spezialisierung eingehen, weil dieses Thema häufig nicht verstanden wird. Ich meine damit nicht diese dahingeworfenen Begriffe wie Konzentration auf die Kernkompetenzen oder ich fokussiere mich mehr. Das ist Wortgeklimper. Echte Spezialisierung hat Konsequenzen und tut manchmal weh, macht dann aber erfolgreich. Und das wollen wir uns mal angucken, wo das herkommt und was darunter verstehen ist und warum das in diesem Kontext so wichtig ist. Die Spezialisierung kommt eigentlich aus der Evolution. Der Charles Darwin war ja damals auf diesen Galapagos-Inseln und hatte sich gewundert, dass es da so viele Vögel gibt. Ja, es war eine relativ karge Insel. Und dann hat er irgendwie aber gemerkt, offensichtlich sind, das waren Finken, diese Finkenarten relativ vergleichbar miteinander. Sie sahen aber alle unterschiedlich aus. Und das war eigentlich die Initialzündung für ihn. Also, so erzählt es ein Informatiker, eine Biologin würde das wahrscheinlich professioneller tun als ich jetzt, ne? Aber das war so die Initialzündung für die Evolution. Und der hatte nämlich die Theorie, dass diese Insel mal sehr reich gewesen muss, also genügend beste Lebensbedingungen wohl gehabt hat. Und dann diese Galapagos-Finken, wie wir sie später nannten, auf diese Insel
geweht wurden, dort diese Lebensbedingungen vorgefunden haben, sich dramatisch vermehrt haben, bis letztendlich natürliche Grenze irgendwann die Nahrungsgrundlagen knapp wurden. Und dann haben diese Finken Unterarten gebildet, die sich auf andere Nahrungsquellen spezialisierten. Die einen haben vielleicht Würmer aus dem Boden gepickt, die anderen irgendwie aus den Bäumen. Und daraus hat sich dann in der Zeit, in diesem Jahrmillionen, dann letztendlich auch, haben sich diese Schnäbel verändert. Und das nennt man in der Evolutionsbiologie adaptive Radiation, also Auffächerung in mehrere Unterarten. Und das ist diesen Zielgruppengedanken schon, kommt sehr nah. Und diese Theorie von Darwin wurde 1999 vom Max-Planck-Institut bewiesen. Da haben sie nämlich Genmaterial genommen und haben tatsächlich herausgefunden, dass die alle von einem Urfinken abstammten. Das hat übrigens dieses Prinzip Roland Kamm bei Kärcher zu dieser Differenzierung seiner Wasserstrahler auf verschiedene Zielgruppen inspiriert. Also es hat tatsächlich eine Relevanz. In der Ökonomie kennen wir das Thema der Spezialisierung auch, und zwar nach Adam Smith. Das ist ein großer Volkswirt, damals sagt man noch Nationalökonom. Adam Smith habe ich schon in der Schule gelernt mit Invisible Hands. Also Staat, lass die Finger von der Wirtschaft, dann funktioniert die auch. Aber der hat noch mehr entwickelt. Der hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben, 1776, Der Wohlstand der Nationen. Und hat nämlich da zuvor geforscht, wo kommt denn eigentlich unser nationaler Wohlstand her? Ne? Also weil Großbritannien damals auf dem Weg zur Industrienation waren und diese klassischen Handwerker, also Manufakturen, zu kleinen Industrieunternehmen wurden, also nicht wie wir es heute kennen, ne? Anderer Maßstab. Und hat tatsächlich dann herausgefunden, dass der Witz an der ganzen Sache die Arbeitsteilung war, die dann immer mehr um sich griff. Das heißt, bis dato hat ein Handwerker, eine Manufaktur, da hat ein Handwerker noch alle Schritte eines Produktes komplett selbst machen können und komplett selbst gemacht. Und als man dann anfing, das aufzuteilen, das, was wir am Ende dann auch als Fließbandarbeit auch kennen, ja, da fing es dann an, dass einzelne Handwerker noch einzelne Schritte machten, dadurch Lerngewinne hatten, immateriell besser wurden, und man diese einzelnen Schritte dann einem, wie gesagt, Spezialisten zuteilen konnte. Und er hat ein Beispiel gebracht, dass die Fertigung gegenüber der handwerklichen Fertigung um das 245-fache zunahm. Also, dass die Erkenntnis, unser Industriezeitalter, das uns Wohlstand gebracht hat, kann man letztendlich zurückführen auf die Idee der Arbeitsteilung. Und das ist sozusagen der Motor für die Produktivität und das ist schon Spezialisierung in den Arbeitstätigkeiten. Aber denken wir an den Sport. Wir haben viele Sportler, die wir kennen, die wir bejubeln, die sehr reich werden. Diese Sportler haben wahrscheinlich seit frühester Kindheit und Jugend sich komplett auf ihren Sport konzentriert, haben sich spezialisiert und mit einer Wahnsinnsenergie, mit einer Wahnsinnsleidenschaft und einem wahnsinnig systematischen Training. Was gibt eine Gruppe? Das sind die Zehnkämpfer, die sind ungewöhnlich. Es gibt aus meiner Sicht, und ich meine das nicht despektierlich, zwei Berufsgruppen, die für ihre Breite geliebt werden. Das sind einmal Hausmeister, die eine Breite an Tätigkeiten machen können, und Zehnkämpfer. Das Interessante nur bei den Zehnkämpfern ist, die würden in jeder Einzeldisziplin, wenn man sie ließe, gegen die ganzen Spezialisten der Einzeldisziplin, also 100 Meter und Weitsprung und Hürdenlauf und so weiter, würden sie verlieren. Weil sie gegen die Einzeldisziplin, da sind sie im Regelfall Welten von entfernt. Das ist interessant. Normalerweise bewundern wir Spezialisten, bewundern wir Leute, die sehr stark ein Talent umsetzen, und dort Spitzenleistung erreichen. Wir haben in Deutschland ganz viele dieser Spitzenleister, die auch ihre Zielgruppen sehr gut kennen. Das sind die Hidden Champions. Hermann Simon, also für mich der beste deutsche Ökonom überhaupt, ja, auch Gründer von Simon Kucher und Partners mit weit über 1000 Mitarbeitern. Der hat die durch Zufall, hat er die gefunden. Und zwar hat er mir mal erzählt, ich kenne ihn, in Harvard, und er hat mir gefragt, sag mal, das war so Anfang der 80er, warum haben wir eigentlich in Deutschland so also eine hohe Exportstärke? Ne? Wir waren damals Exportweltmeister, und dann haben sie es zunächst einmal in der Diskussion auf die großen Unternehmen, so wie Daimler und Siemens, geschoben, haben dann aber gemerkt, das erklärt es überhaupt gar nicht. Und dann kam der zurück
Und hat dann, damals war er Professor in Bielefeld, und hat mit seinen Doktoranden dann mittelständische Unternehmen untersucht, die auch in den Weltmarkt exportieren. Und ich glaube, die hatten alleine im Kreis rund um Herford hatten so weit über 100. Und da hat er erstmal verstanden, wo eigentlich die deutsche Exportstärke herkam, die in der Ökonomie überhaupt nicht thematisiert wurde. Und dann hat er das publiziert, und hat zuvor mit vielen mittelständischen Geschäftsführungen gesprochen und hat mal verstanden, wie die arbeiten. Da haben ihm ganz viele gesagt, sie arbeiten nach der EKS-Strategie. Da kommt auch das ganze Zielgruppenthema her, das ich heute vorstelle und das ich in 2 Wochen bei dem Strategietableau auch nochmal bringen werde. Das heißt, diese Spezialisten, die ihre Kunden sehr gut kennen, da hat er das verstanden, hat das in seinen Büchern, die sind übrigens ganz fantastisch beschrieben. Am nimmt sich mal so ein altes Buch von ihm, was man bei Amazon gebraucht kaufen kann. Da kommt es auch am besten raus. So, ein schönes Beispiel dafür ist Winterhalter aus Meckenbeuren. Die sind Weltmarktführer gewerbliche Spülsysteme. Ne? Die machen Spülmaschinen, aber nicht für ein B2C, für private Konsumenten, weil das wird wahrscheinlich auch schwer gegen Bosch, Siemens Hausgeräte und ähnliche Giganten, sondern die machen das für Gastronomie und Hotellerie. Wieder klar definierte Zielgruppen. Und sie bezeichnen sich als weltweiter Spülspezialist. Viele dieser Familienunternehmen haben immer diesen Slogan, wir sind Problemlöser für, ne? Oder wir sind Spezialist für. Das ist ganz charakteristisch. Dann weiß man immer schon, ah, die haben ihre Zielgruppen sehr sauber im Griff. Und das sind auch die, die immer stark in den Innovationen sind, die dann auch selten daneben liegen, sondern die ihre Produkte wunderbar weiterentwickeln können mit den Innovatoren unter ihren Kunden. So, jetzt kommen wir mal zur ersten Fallstudie. Die Zielgruppendifferenzierung. Die ist relativ einfach. Und ich habe dazu mal ein Beispiel. Das fiktive Hamburger IT-Systemhaus Positron IT-Systeme arbeitet für mittelständische Unternehmen mehrerer Branchen im Großraum Hamburg und den angrenzenden Landkreisen in Niedersachsen sowie in Schleswig-Holstein. Die Aufgabe: Der Eigentümer und Geschäftsführer ist mit der Entwicklung des Geschäftsbereichs öffentlicher Auftraggeber, Public genannt, schon länger unzufrieden, überlegt, diesen zu stellen. So, die Frage ist, was macht man denn da eigentlich? Nehmen wir mal an, der schreibt eine schwarze Null. In anderen Kundengruppen läuft es gut, aber da schreibt er schwarze Null, klappt irgendwie nicht. Und er merkt Fluktuationen möglicherweise, auch Kunden gehen weg, kommt zwar neu dazu, aber irgendwie, wie gesagt, ist er da nicht rund. Also, es ist eine Möglichkeit, zunächst einmal dieses Geschäftsfeld öffentliche Kunden anhand, sagen wir, eines CRM-Auszugs mal zu systematisieren. Also machen wir mal. Also wir stellen fest, wir haben Kommunen, ja, diesem Geschäftsfeld, Energieversorger, sagen wir mal die Stadtwerke, dann haben wir die Blaulichtfamilien, also Polizei, Feuerwehr, kommunale Rechenzentren und so Schulen, Hochschulen, Bildung. Dadurch wird man schon ein bisschen klarer, wen der eigentlich als Kunden hat. Aber so richtig plausibel ist es immer noch nicht. Das heißt, wir haben es zwar hierarchisch gegliedert, aber wir können jetzt immer noch nicht sagen, puh, was heißt denn das jetzt? Wenn man das dagegen jetzt nochmal verfeinert, also wenn wir das so um 90 Grad drehen, ne, hätte man eine Hierarchie wie so ein kleines Organigramm. Und jetzt sagen bei den Kommunen, da haben wir kleine Gemeinden, wir haben Städte, wir haben Landkreise. Energieversorger, sagen wir mal, diese Stadtwerke sind relativ ähnlich, da braucht man sie nicht nochmal weiter zu untergliedern. Blaulichtfamilie, Polizei, Rettungswesen, Feuerwehr, kommunale Rechenzentren, nehmen wir mal, er hat da drei kommunale Rechenzentren in der großen Speckregion um Hamburg, auch relativ vergleichbar, können wir so lassen. Und bei Bildung dagegen allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Gewerbeschulen, Hochschulen, Universitäten. Jetzt sehen wir schon ein bisschen genauer. Ne? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen mit Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeitern darüber gehen und die mal bewerten, dann kommen wir vielleicht, also ist jetzt fiktiv, zu folgendem Schluss. Gemeinden sind eigentlich für dieses IT-Systemhaus zu klein. Uninteressante Volumina, das lohnt sich nicht, dieses Geschäft. Deswegen rote Ampel, uninteressant. Städte kommt so ein bisschen drauf an. Einige Städte, da klappt es ganz gut. Bei anderen wiederum nicht, dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, ah, wahrscheinlich ab 25.000 macht es Sinn, muss man aber noch prüfen. Viel davon sind erstmal Annahmen, die man prüfen muss. Machen wir mal gelb, wie bei der Ampel. Und bei Landkreisen, die sind grundsätzlich attraktiv, sind groß genug, da kriegt man genügend IT-Volumina, muss man genügend PCs liefern und Netzwerke und Server und so weiter. Da macht das Sinn. Energieversorger,
ist vielleicht für dieses Unternehmen top. Die sind relativ vergleichbar, die haben einen Arbeitskreis, die reden miteinander. Wenn du bei einem bist, hast du gute Chance, beim anderen reinzukommen. Grün. Polizei, gute Verbindung, sehr technikaffin, stellt man dann fest. Rettungswesen auch so, die machen sogar vielleicht As-a-Service-Angebote. Bei der Feuerwehr dagegen schwierig, ne? So irgendwie schwierige Ausschreibung, hohe Konkurrenz, gibt es vielleicht Wettbewerber, die da stark sind. Machen wir mal rot. Kommunale Rechenzentren, sehr hardwarelastiges Geschäft, passt zu IT-Systemhäusern, sogar machen inzwischen so ganz ausgefallene technische Spielereien, so wie High-Performance-Computing, zeigen damit ihre technologische Kompetenz. Schulen, wahrscheinlich zu viele Informatiklehrer, die nerven, ist irgendwie zu kleinteilig, zu kleine Infrastruktur. Berufs- und Gewerbeschulen war vielleicht in der Vergangenheit ganz gut, aktuell klappt es irgendwie nicht, machen wir mal lieber gelb. Und Hochschulen und Universitäten sind groß genug grün. Was haben wir jetzt in diesem fiktiven Beispiel gesehen? Öffentliche Kunden sind offensichtlich nicht ertragsstark. Der Geschäftsführer ist unzufrieden. Wenn man das aber zerlegt in Teilzielgruppen, erste Ordnung, Teilzielgruppen, zweite Ordnung, so eine Hierarchie, dann kriegt man da mehr Klarheit rein, kriegt also Teilzielgruppen, die man besser beschreiben kann, geht ins CRM, guckt an, was haben wir da für Projekte, was haben wir da für Ausschreibungen, was machen wir da für einen Umsatz. Und ganz einfache Wahrheit, man kann sich erstmal jetzt künftig auf die Grünen konzentrieren, weil die Grünen innerhalb die grün markierten, innerhalb dieses Geschäftsfelds sind offensichtlich sehr lukrativ. Die roten eben nicht. Die machen vielleicht die Marge kaputt. Und bei den gelben muss man nochmal sehen. Das muss man nochmal genauer analysieren. Aber das hilft schon mal, zu klären, wo sind wir eigentlich stark innerhalb dieses Geschäftsfelds und wie wollen wir uns letztendlich da weiterentwickeln? Naja, eben mit den grün markierten. Also die hierarchische Zerlegung als Erkenntnis in der Zielgruppenarbeit in Teilzielgruppen zeigt häufig das wahre Potenzial. Wenn man schon stark am Markt ist und sehr unterschiedliche Erfolge hat, dann die Spezialisierung auf den Nutzen für bestimmte Teilzielgruppen grün sinnvoll. Das heißt, die grün markierten nehmen, nochmal genau analysieren, was hat sich da verändert, was brauchen die, wer kann vielleicht mit meiner Technik arbeiten. Und dann muss man sich nicht mit allen rumschlagen und vor allen Dingen muss man sich nicht, muss nicht mit denen zwingend arbeiten. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn eine Gemeinde kommt und sagt, ich hätte gerne von euch Folgendes, und man sagt, nee, mache ich nicht. Dann schraubt man einfach den Preis hoch, ja. Das ist dann, wenn sie sich dann dafür entscheiden, dass es sich dann wenigstens lohnt. Aber so kriegt man Klarheit in die Marktbearbeitung. So, komme ich zur zweiten Fallstudie, Zielgruppenkette. Das ist ursprünglich mal in der Automobilindustrie entwickelt worden. Für BMW Motorrad habe ich mal aus von 1980 so ein Wahnsinnssystem gesehen. Das ist jetzt nur ein kleines einführendes Beispiel, das ich mal zeigen möchte. Also, wir haben den fiktiven Anbieter Campingguru, der jungen Menschen und Familien mit Kindern kostengünstigen Urlaub auf europäischen Campingplätzen am Meer, an Binnenseen und im Gebirge anbietet. Und das Traditionsunternehmen gibt es schon länger, leidet nicht erst seit Corona unter Umsatzrückgang und die Geschäftsführerin möchte daher die Zielgruppen mit Hilfe eines erfahrenen Beraters besser verstehen. Sie vermutet, dass man den Kunden etwas aus dem Auge verloren hat und dass die Marktbearbeitung nicht so richtig funktioniert. Dann fragen wir uns erstmal, wie kommt denn, wer denn eigentlich sozusagen in dieser ganzen Kette sozusagen vom Unternehmen bis zum Kunden, vielleicht auch darüber, eigentlich wie miteinander Kontakt? Wie funktioniert das Business? Und zwar nur aus einer Zielgruppensicht, nicht aus einer Finanzsicht oder technischen Sicht. So, als allererstes möglicherweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Callcenter. Ja, weil mit denen haben die Kunden, die dort einen Urlaub buchen, direkten Kontakt. Warum machen das die Mitarbeiter? Das ist ihr Job. Jetzt haben dieses Campingguru-Unternehmen Vertriebsleiter, die heißen dort Gebietsbetreuer. Also nehmen wir mal an, der eine ist Gebietsbetreuer für Kroatien. So, der steuert also das Gebiet Kroatien, mietet dort entsprechende Campingkapazitäten bei Campingplätzen. Warum macht er das? Ist sein Job. Jetzt gibt es die Campingplatzbesitzer. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt in Kroatien, ich sage jetzt mal eine Zahl, 100 Campingplätze und ein Campingplatzbesitzer, der jetzt diesen deutschen Campingplatzunternehmen Kapazitäten verkauft für den Sommer, bekommt dafür eine Miete. So, bekommt Miete. Das ist seine Motivation, das ist sein Geschäftsmodell. Er verkauft Kapazitäten, kriegt dafür Geld. Dafür bringen ihm diese Unternehmen die Leute auf den Campingplatz.
Jetzt gibt es auf diesen Campingplätzen aber noch sogenannte Campingplatzbetreuer. Das sind ausgewählte Kunden, die den Urlaub quasi für lau kriegen, aber dann Ansprechpartner sind, wenn sich mein Kind verletzt hat, ins Krankenhaus muss oder jemand muss zum Zahnarzt oder Reifen ist platt oder ähnliches. Das heißt, deutsche Sprache kann den Urlaubern in jedem Fall helfen. Warum macht er das? Kostenlose Urlaub. So, jetzt kommen wir zu den eigentlichen Zielkunden. Erst jetzt, ne? Das heißt, wir haben erst im Unternehmen gedacht, Mitarbeiter im Callcenter, Gebietsbetreuer. Dann gehen wir in den Markt, die Campingplatzbesitzer, dann die Campingplatzbetreuer als besondere Kunden. Und jetzt kommen wir zu den eigentlich definierten Zielkunden der Geschäftsführerin. Wir haben die jungen Menschen und die Familien mit Kindern. Und warum machen die das? Was ist deren Nutzen? Günstiger, angenehmer Urlaub in der Natur. Jetzt könnte man sagen, wir sind jetzt ja fertig. Aber wir sind gar nicht fertig. Sondern jetzt gibt es ja noch weitere, die vielleicht indirekt wirken. Also beispielsweise Freunde, die diesen Campinganbieter empfehlen oder Altkunden, ja, die letztendlich vielleicht jetzt schon Hotelurlaub machen, das früher gemacht haben und vielleicht dafür eine Prämie bekommen. Natürlich macht man es vielleicht auch aus dem guten Willen heraus, aber vielleicht ist ja auch die Prämie interessant, die man dafür kriegt. Und Online-Marketing und PR, die genau auch indirekt wirken. Die entsprechenden Online-Anzeigen schalten, klassische Anzeigen in Zeitschriften und so weiter. Nehmen wir mal an, das wäre eine externe Dienstleistung. Ja, die machen Umsatz, weil sie einen Auftrag von Campingguru erwarten. Was sehen wir denn? Aber die Marktbearbeitung ist eben nicht ausreichend, wenn ich mich um die Zielkunden kümmere. Ich muss im Unternehmen anfangen. Ja, das heißt bereits im Grunde bei Forschung und Entwicklung, dann Vertrieb, dann gehe ich auf den Markt und gucke ich mir alle Etappen an. Das heißt, ich habe nicht eine Zielgruppe, also oder zwei junge Menschen und Familien mit Kindern, ich habe in diesem Fall sieben. Das heißt, wenn ich eine Marktbearbeitung nach kybernetischen Prinzipien, das wurde mal in den 70er Jahren entwickelt, mache, und das können diese Hidden Champions, die können das richtig gut, dann denke ich weiter, dann weiß ich, wen ich alles noch brauche und dann weiß ich, dass ich auch so etwas wie eine Prämie vielleicht weiterentwickeln muss, dass ich vielleicht im Online-Marketing stärker sein muss und kenne sozusagen alle die, die mich auf diesem Weg zu meinen Kunden, denen ich einen Urlaub sozusagen verkaufe und die ich glücklich mache, wer mir da alles begegnet. Das heißt, wir haben einerseits Teilzielgruppen, die direkt wirken auf die Zielkunden und dann haben wir aber genauso Zielgruppen, die indirekt wirken, ne, wo man den Erfolg nicht so messen kann oder nur schwer messen kann und die ich auch nicht so steuern kann. Aber wenn ich so denke, komme ich zu einem viel vollständigen Bild, wie ich mich eigentlich im Markt um diese Kunden kümmern muss, wer eigentlich alles zu den Kunden noch dazugehört und wie ich da erfolgreich sein kann. Also die zweite Erkenntnis, die vertriebliche Marktbearbeitung und Zielgruppen muss viel weiter gedacht werden. Man beginnt eigentlich intern im Unternehmen und sollte auch die indirekte Wirkung aktiv steuern. Warum eigentlich intern im Unternehmen, könnte man sagen? Was hat denn Forschung und Entwicklung damit zu tun? Es ist ganz einfach. Wenn man das nicht sauber synchronisiert, das, was sozusagen der Markt braucht, was im Unternehmen entwickelt wird oder Produktentwicklung, wie das jeweils bei Ihnen heißt, und dann der Vertrieb das richtig aufnimmt und in die Kette gibt, dann wird man weniger erfolgreich sein, als man könnte. Diese Systematik dazu entwickle ich mit meinen Kunden meistens große Poster, keine PowerPoint-Präsentation, große Poster, in denen dann sozusagen die ganzen Ziele und Maßnahmen, auch Kennzahlen und so weiter entwickelt wird, samt sozusagen der Einzelaktivitäten. Und das wird einfach an die Wand gehängt. Ganz klassisch. So, dritte Methode, Zielgruppenmorphologik. Die Zielgruppenmorphologik, wollen wir uns mal anschauen. Ich habe vorhin gesagt, so ein bisschen der Platin-Standard. Das ist eine Methode, mit der man sehr im Detail arbeitet, die ein bisschen aufwendiger ist. Und jetzt wollen wir uns mal diese Fallstudie angucken. Also, zwei langjährige Freunde planen die Gründung eines Fintechs zur digitalen Vermögensanlage. Bei den Gründern handelt es sich um einen langjährigen Banker der Deutschen Bank sowie einen erfahrenen Informatiker der SAP. Jetzt müsste man sagen, ja, die haben ja genügend Know-how, ne? Der eine kann programmieren, kann so ein Banking machen, der andere weiß halt, wie man das Geld anlegt. Jetzt haben die auch gehört, dass man sich vielleicht besser auf eine Zielgruppe konzentrieren sollte. Am Anfang haben wir gesagt, nehmen wir doch Ärzte. Ne? Ah, und dann haben sie aber ein bisschen recherchiert, haben gesehen, ah, die APO Bank, diese Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die ist so stark, die hat die quasi im Griff. Wir machen Juristen. Eine Juristenbank kennen sie nicht. Und dann sagen wir, wir machen Juristen. So, dann ist erstmal die erste Frage. Sind Juristen eine Zielgruppe?
Na, offensichtlich, ne? Also wenn man so erste Näherung denkt, man, ja, super, ist doch klar. Ich mache nur Juristen, das schränkt schon mal wahnsinnig ein, mit der Spezialisierung und so. Macht doch voll Sinn. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen weiterdenken. Wir haben eine große Bandbreite an Juristen. Wir haben vielleicht die Rechtsreferendarin, 25 Jahre, Ballstation in München, bereitet sich aufs zweite Staatsexamen vor, wird von den Eltern finanziert. Ist wahrscheinlich nicht die optimale Kundin, oder? Vielleicht müssen wir erst an die Eltern fragen. Dann haben wir den ADAC-Vertragsanwalt, 38, geschieden, Fachanwalt für Verkehrsrecht, arbeitet in Hildesheim in der Kanzlei. ADAC-Vertragsanwalt verdient 56.000 Euro im Jahr. Wir haben eine Verwaltungsjuristin, 49, verheiratet, drei Kinder, vertritt den Landrat, Besoldungsgruppe A15. Und wir haben einen Equity-Partner, Frankfurt, 52 Jahre, leitet die Niederlassung einer US-amerikanischen Kanzlei, ist Experte für M&A und macht zwei Kisten im Jahr. So, die Frage, wer ist denn jetzt wahrscheinlich Zielgruppe? Alle? Weil sind ja alle Juristen. Oder nur der Equity-Partner? Im Grunde müssen wir ehrlich sein, wahrscheinlich niemand von denen. Ja? Weil wir die Zielgruppe überhaupt nicht im Griff haben, sondern wir sehen gerade eine ganz große Bandbreite an möglichen Juristen. Aber was ist denen denn gemein? Was ist denn da homogen, wie ich vorhin gefordert habe? Ein einziges Merkmal, und zwar, dass sie Rechtswissenschaften, also Jura studiert haben. Alles andere ist so heterogen. Wenn ich die alle anspreche, werde ich wahrscheinlich als Fintech nicht erfolgreich sein. Ja, so, das heißt, wir können uns offensichtlich nicht so einfach machen. Und von daher macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich vorhin sagte, beim Business Model Canvas, es reicht nicht, das mal so informell hinzuschreiben, so wie Juristen oder so. Also, man macht als erstes, entwickelt hat das Gunter Steidinger, aus dem Schwarzwald, ein von mir hochgeschätzter Berater, der tatsächlich diese Methode, die nennt sich Zielgruppenmorphologik, entwickelt hat. Also, ich mache mal eine kleine Einführung, wie das funktioniert. Man überlegt sich zunächst einmal Attribute, die eine angedachte Zielgruppe charakterisieren können. Also was wie, welche genaue Tätigkeit macht der Jurist, was haben die für ein Einkommen, was haben die für eine Einstellung, ne? Wenn jemand eher konservativ ist, ist er wahrscheinlich risikoaverser. Familienstand, Alter, muss nicht direkt auf das Juristische einzahlen, sondern um den Menschen zu verstehen. Ganz wichtig dabei ist einfach denken. Ja, nicht kompliziert, lieber 80-20, lieber schnell als langsam, nicht zu genau, nicht so in disjunkten Kategorien und so einfach denken, so ein bisschen aus dem Bauch raus. Hilft am Anfang viel mehr. So, und dann nimmt man diese Kriterien und packt sie in eine solche morphologische Matrix. Ist mal in den 60er Jahren in der Schweiz von einem Herrn Zwicky als Zwicky-Box entwickelt. Ist eine Kreativitätstechnik. Nutzt man auch gerne so im Qualitätsmanagement, bis hin zu Vergleichen von Automobilen und Ähnlichem. Ist ein sehr cleveres Verfahren. Das heißt, wir haben in der ersten Spalte die Merkmale und dann nach rechts die Ausprägungen. So, wenn ich das jetzt tue und mir überlege, was gibt es denn da so für Fachrichtungen? Also jetzt ganz einfaches Beispiel. Es gibt zum Beispiel Familienrecht, Verkehrsrecht, Erbrecht, Wirtschaftsrecht, Notariat. Hier nicht vollständig, geht nur ums Prinzip. Die Ausbildung, manche haben vielleicht Juristen ein erstes Staatsexamen, manche einen zweiten, manche haben vielleicht einen Master, Promotion oder noch mehr. Einkommen, sauber klassifiziert, Alter. Damit habe ich im Grunde alle Juristen, die komplette Welt der Juristen erschlossen. Und kann jetzt Folgendes tun. Ich greife mir quasi pro Zeile ein Feld raus und sage, ich komponiere mir jetzt eine Zielgruppe. Also jetzt hier beispielsweise, sagt vielleicht der Deutschbanker in unserem Fall, sagt du, wir überlegen uns mal, wir nehmen mal einen Verkehrsrechtler mit zweitem Staatsexamen, der in einer Kanzlei arbeitet, Associate-Status hat, 60 bis 100 im Jahr verdient, der noch ein bisschen jünger ist, unter 40, 30 bis 40, ein bisschen risikobereiter. Das wäre meine bevorzugte Zielgruppe. Jetzt sagt vielleicht der andere, ne, der von SAP, du, bei denen ist da nichts zu holen. Wie wäre es denn mit Wirtschaftsanwälten, Promotion, eigene Kanzlei, die dann wirklich über 250 im Jahr verdienen, weil wir wollen ihr Geld anlegen, da müssen auch Geld haben, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht perspektivisch die Kanzlei dann mal verkaufen wollen, da kommt wieder Geld rein, verheiratet sind eher konservativ. So, was haben wir hier gemacht? Wir haben uns zwei Zielgruppen herausgegriffen, wir haben sie quasi komponiert. Das heißt, gerade wenn man am Anfang steht, dann kann man viele Dinge gar nicht genau beschreiben. Das sind Annahmen. So, und das, was man jetzt machen muss, man muss sich, nehmen wir mal an, die entscheiden sich dann für die grün markierte Teilzielgruppe und
Sagen, wir probieren es mal mit Wirtschaftsrechtlern. Ja, da geht man auf die zu, dann macht man da Termine, dann redet man, dann überlegt man sich, wo sind die, bei welchen Veranstaltungen. Und dann spricht man mit denen, um zu verstehen, was die eigentlich brauchen. Dahinter, man nennt das dann Zielgruppendialoge, gibt es eine eigene Systematik dafür, wie man das eigentlich macht und wie man genau erkennt, was die eigentlich brauchen. Und wichtig ist dabei, dass man anhand dieser ersten Beschreibung dann, sofern man die nicht gut genug kennt, aber wenn man die nicht gut genug kennt, dann mit denen ins Gespräch kommt und die eigenen Annahmen darüber verifiziert oder falsifiziert. Ich mache das viel mit meinen Kunden, wenn wir so Vertriebsarbeit organisieren. Das Interessante ist, wenn dann tatsächlich mal mit dem Kunden gesprochen wird, sagt der Motto, ich muss ihn mal fragen, wir kennen uns ja jetzt gut und plötzlich kommen dann Dinge hoch, von denen man gar nichts wusste. Ein Bedarf, an dem man immer vorbeigearbeitet hat. Dieser Kundendialog ist durch nichts zu ersetzen und auch nicht durch irgendwelche Tools, sondern Kunde das Weiß im Auge des anderen sehen und mit den Leuten reden. So, also Erkenntnis 3, die Komposition von Zielgruppen, die ist der erste Schritt. Wir greifen uns Attribute raus, ist ein bisschen komplizierter. Wir suchen uns die Ausprägung und der strukturierte Kundendialog ist dann der zweite Schritt. Also, wir haben ja also erstmal diese Hierarchisierung gehabt, ganz am Anfang, diese Zielgruppendifferenzierung, die ist noch einfach. Dann die Zielgruppenkette hat Hans Bürkle, auch von mir ein sehr geschätzter Berater, der lange mit Wolfgang Mewes, diesem EKS-Erfinder, zusammengearbeitet hat. Von dem habe ich ganz viel gelernt. Und das ist jetzt sozusagen die dritte Methode, mit der man je nach Situation vielleicht eigentlich am genauesten arbeiten kann. So, jetzt kommen wir zu unseren Erkenntnissen. Also, erstens. Es gibt den häufigen Denkfehler, eine Zielgruppe muss groß sein. Nein, eine Zielgruppe muss nicht groß sein. Maßgeblich ist nicht die Zahl der Zielgruppenmitglieder, sondern die Homogenität der Zielgruppe. Die müssen also aus unserer Sicht, das sind natürlich unterschiedliche Menschen, keine Frage, aber aus unserer Sicht müssen sie vergleichbar sein. Ihr Bedarf muss vergleichbar sein. Dann bin ich erfolgreich, dann verkaufe ich in die rein, dann kann ich weiter wachsen, kann ich mir gegebenenfalls weitere Teilzielgruppen vornehmen. Zweitens, Denkfehler. Zielgruppe ist gleich Zielgruppe. Das ist nicht der Fall. Also wir haben es an den Juristen gesehen. Juristen sind keine Zielgruppe. Senioren, Singles, Kids, Männer, Banken, Steuerberater, selbstständige Architekten, Ärzte sind auch keine Zielgruppen, sondern das ist immer nur ein Kriterium. Also, wenn ich jetzt sage, Kids ist das Alter, ne? Bei Singles ist sozusagen der Partnerstatus. Bei Männern ist das Geschlecht. So, das heißt, das führt zu nichts, wenn ich so rangehe. Das reicht nicht. Vielleicht in der Vermarktung mal, ja, aber damit komme ich nicht weiter. Drittens, Unternehmen verwechseln, das ist eine Erfahrung von mir, ja, Absatzpotenziale, die ich mit Zahlen unterlege, mit Zielgruppenarbeit. Man denkt eher an die Verkaufsabsicht, verkauft bei den Lösungsangeboten zahlengetriebene Ziele, sagt, oh, in der Zielgruppe oder jetzt bei denen, da müssen wir jetzt noch einen Umsatz erhöhen, statt von erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, so, wir strukturieren die mal, gucken, wie sieht diese Zielgruppe eigentlich aus? Wie hat sich eigentlich deren Bedarf verändert? Was brauchen die eigentlich wirklich? Und darauf alles abzustimmen, braucht man nämlich deutlich weiter. Dann nochmal zum Zeitalter Digitalisierung. Also in aktuell beliebten Methoden fallen die konkreten Zielgruppen, das haben wir beim Business Model kennengesehen, so ein bisschen vom Himmel, ne? Ich werde das nächste Mal zum Strategietableau dazu noch einiges sagen. Die Methoden, die ich jetzt gezeigt habe, aber nur eine kleine Einführung, die sind deutlich nochmal umfangreicher, hat noch deutlich viel Methodik, sind deutlich tiefgründiger und da kommen wir tatsächlich ganz praxisrelevant zu den wirklichen Zielgruppen. Und dann kann man mit denen viel besser arbeiten und viel präziser letztendlich auch sein ganzes Marketingbudget und die Vertriebsarbeit kann man einsetzen. Und bei Startups, ich betreue ja viele Startups und bin auch Mentor in der Technologiewerkstatt bei uns in Albstadt, wo Startups entwickelt werden. Das unscharfe Zielgruppenverständnis ist aus meiner Sicht ein klassisches Problem. Am Anfang habe ich dann mal ganz viel Arbeit vor mir, um zu erklären, dass es nicht sinnvoll ist, erstmal so viele potenzielle Kunden wie möglich anzusprechen, was natürlich die Motivation ist. Man hat sich was Tolles überlegt. Man möchte natürlich erfolgreich sein und man möchte am Ende des Tages dann auch dahin kommen, dass möglichst viele Kunden das eigene Produkt kaufen. Ja, aber das ist der falsche Weg, sondern erstmal die Reduktion auf eine ganz ideale kleine Zielgruppe, bei der man weiß, die brauchen das wirklich und mit denen im Kontakt bleiben, dann wird man wachsen. Nur so wird es funktionieren. So, das war jetzt meine Ausführung zu den Zielgruppen.
Vielleicht noch, wen das Thema interessiert. Da sind jetzt die einzelnen Zielgruppen, Methoden, wie ich sie heute dargestellt habe, nicht im Detail beschrieben, aber das ganze Verständnis dahinter. Eines der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher, das kaum jemand kennt, was aber sehr häufig verschenkt wird, das große Einmaleins der Erfolgsstrategie, das hat der Thomas Barsch und ich lieben es. Ich habe es, glaube ich, schon 20 Mal gelesen, ist von Kerstin Friedrich, aus meiner Sicht die beste Strategieberaterin Deutschlands. Und die hat ein zweites Buch, wenn man das erste gelesen hat, Erfolgreich durch Spezialisierung, mit ganz, beide Bücher, ganz viele Beispiele, und die genau aufzeigt, wie man sich eigentlich als Unternehmen strategisch spezialisieren muss. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das Einmaleins kostet 25 Euro. Also das ist sicherlich ein Kauf wert. Und zum Abschluss, das war jetzt so der erste Schritt. Was ich heute gezeigt habe zum Thema Zielgruppen, wir werden zeitnah einen zweiten Livestream haben. Und bei dem zweiten Livestream geht es um das Strategietableau. Das ist tatsächlich einigermaßen vergleichbar mit Business Model Canvas, das aber auf Geschäftsmodelle abzielt. Und das Strategietableau zielt auf die Unternehmensstrategie ab und ist wesentlich ausgefeilter. Setze ich selber in vielen Beratungsmandaten ein. Und das werde ich dann vorstellen. Vielen Dank. Nils, vielen, vielen herzlichen Dank. Es kam eine Frage, Triathlon-Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob ich sehe es gerade nicht, ob derjenige noch da ist. Mal gucken. Andreas 10 Pfund sehe ich hier gerade. Genau, Andreas, bist du noch da? Warte mal. Sag mal, was du damit meinst. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Okay, gut, dann. Na, Triathlon ist ähnlich wie Zehnkampf. Ich habe das ja ein bisschen, ich sage mal, pathetisch formuliert, ne? Natürlich ist auch der Triathlon gar keine Frage, mit entsprechend drei Leistungen hochattraktiv, gerade für uns Zuschauer, weil wir sehen tatsächlich, was da für eine körperliche Leistung gebracht wird. Das ist vergleichbar mit dem Zehnkampf. Ich wollte dann ja nur darauf hinaus, dass genau diese Spezialisten, ne, diese Generalisten immer schlagen. Das ist vergleichbar mit der Diversifikation vieler Unternehmen, die sehr stark in die Breite gehen und dann gegen Spezialisten verlieren. Also wenn man beispielsweise sieht, die Fintechs, ich beobachte diesen Markt sehr intensiv, gerade die so dieses Private Banking anbieten oder Private Banking Konzepte, die schlagen jede Universalbank, ja. Das ist so, dass einfach diese Spezialisierung, diese Angebote, dieses Kompromisslose einen viel, viel höheren Nutzen bringt als das, was ich jetzt bei Sparkassen und Volksbank will. Und das wollte ich damit bringen und natürlich war der Hinweis mit dem Triathlon völlig in Genau. Ordnung. Nils, der Tobias fragt, gibt es die Folien im Nachgang? Stellt Das muss ich mir noch Tobias. überlegen. Aber Muss wir haben man noch das überlegen. Video, was du auf YouTube bringst. Ja, Video gibt es ja, genau. Also Video gibt es auf jeden Fall. Aufzeichnung. Ansonsten kann ich auch verstehen. Ist natürlich sein Know-how. Tobias, ansonsten mit Nils in Verbindung setzen, ist ja auch bei LinkedIn. Und wie gesagt, es gibt ja eine Aufzeichnung. Genau. Sonst noch, Daumen hoch, sehr gut, alles klar. Gibt es sonst noch? Ich hätte natürlich tausend Fragen, aber ich bin ja hier der Moderator. Ich erlebe ihn ja auch bald wieder live, aber ich kann dem immer nur zustimmen. Ich habe in der Vergangenheit bestimmt viel auch schon intuitiv gemacht, was jetzt dann nochmal untermauert wurde durch den Kontakt zum Nils und ja, man wird dann natürlich dann auch immer besser. Ich hatte tatsächlich auch das Beispiel Juristen. Wir haben da auch eine sehr, sehr genaue Aufteilung gemacht in Notare, Amtsnotare, Rechtsanwaltsnotare und wir kannten jeden Notar und so weiter, hatten den auch in der CRM-Datenbank und haben dann eine sehr, sehr konzentrierte Marktbearbeitung gemacht mit dem Resultat, also Zielgruppenspezialisierung, einfach mal, um auch noch ein Live-Beispiel zu erzählen, Verkürzung des Entscheidungs- oder des Sales-Cycles von 12 bis 18 Monate auf 3 Monate im Schnitt. Ja, und das war eigentlich so der wichtigste Erfolgsfaktor. Warum? Weil man die Sprache des Kunden gesprochen hat, das, was der Nils schon ein paar Mal
erwähnt hat. Also wir haben genau auch die Worte in allen Unterlagen, in Angeboten verwendet, die die Notare verwendet haben, ja, so Dauerschuldverschreibung für die Verträge und so weiter. Also ganz, ganz und auch nochmal kleines Insight. Ich bin irgendwann bei einem Notar raus, werde ich nie vergessen, ganz großes Notariat in Köln. Und dann nach dem Gespräch fragt mich der Notar, Herr Barsch, haben Sie eigentlich einen rechtlichen Hintergrund oder einen IT-Hintergrund? Ja, und dann habe ich gewusst, ich habe es geschafft, ja, weil ich hatte natürlich von Juristerei keine so eine große Ahnung, aber es kam zumindest so rüber und ich hatte mich ins Thema reingekniet. Also das mal so als Erfolgsfaktor. Ja, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Geht natürlich an Nils Adresse. Also ich glaube, also mir hat es Spaß gemacht. Ich denke, den Leuten auch sind auch noch, bei LinkedIn sind auch noch viele noch jetzt noch dabei. Ja, ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich für eure Teilnahme. Gerne. Bleibt dabei, empfehlt uns weiter, guckt euch das an, meldet euch zum Newsletter an. Und zum Showfix, ich habe auch nochmal den Link reingestellt. Da wird auch aktiv Strategiearbeit betrieben, auch zum Teil an eigenen Fällen und so weiter. Also sicherlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich ja, möchte jetzt den offiziellen Teil beenden. Das heißt, ich wünsche der LinkedIn-Gemeinde alles Gute, bis zum nächsten Mal.